Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Soma. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier diesen Raum erreichen können, wo wir von draußen gekommen sind, wo wir ja durch die Dunkelheit mussten, von Licht zu Licht hetzen, um nicht von diesem Monster gefressen zu werden. Ja, sind wir jetzt in diesen Raum hier reingekommen und haben ganz am Ende des Gangs die Tür geöffnet auf der rechten Seite. War ungefähr, ja, man kann mal sagen, gleiche Tür wie die jetzt hier. Und da kam uns natürlich auch gleich wieder ein Monster entgegen, wo uns in der letzten Folge auch zweimal getötet hat. Was ich jetzt allerdings erstmal mache, ist in diesen Raum hier reinzugehen, weil hier gab es noch was zu lesen. Okay. Diese Sequenz haben wir ja im letzten Video schon gelesen, aber das haben wir noch nicht gelesen. Anzugsstatus. Anzugsstatus. Erstens Signal verloren. HKA 2 Signal verloren. Beim HKA 3 ist er aktiv und es ist die Tau. HKA 4 ist ebenfalls das Signal verloren. Auf Log zugreifen. Der Dreier war ja aktiv vor Subjekt. Wow. Ja, das ist wahrscheinlich dieses Monster, wo da rumläuft. Der hat ja, glaube ich, auch einen Taucheranzug an. Und das wird dieser aktive Taucheranzug sein, vermute ich mal stark. Okay, jetzt wissen wir ja schon, dass dieses Monster da vorne rauskommt, wenn wir die Tür öffnen. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Okay, wir sind jetzt aktuell bei dem grünen Punkt. Über uns ist es Laboratorium und über uns ist es Living Area. Ich vermute mal, dass wir da hin müssen, die Living Area. Zum guter Letzt. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach der Arche. Hier können wir schon mal das Licht ausschalten. Das ist, glaube ich, schon mal gar nicht so eine schlechte Idee. Ich weiß leider auch nicht, auf was das Monster reagiert. Ob es einfach nur auf Schritte reagiert. Oder ob es auch blind ist. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man das Licht ausschaltet. Das kann man ja hier machen. Das ist die Frage. Okay, würde ich sagen, warten wir einfach mal und schauen mal. Wo das Monster langläuft. Dann würde ich sagen, nehmen wir unsere Beine in die Hand und rennen einfach mal durch diese Tür dadurch. Ich hoffe halt, dass mein Plan aufgeht. Klappt ja richtig gut, muss ich ja sagen. Okay, das Vieh scheint nicht zu kommen, das ist immer sehr gut. Alles klar. Würde ich sagen, lesen wir jetzt erstmal schnell. Hier kann man sich ja zum Glück verstecken. Oh Leute, wir haben es jetzt kurze Zeit abgehangen, aber ich habe so das Gefühl, dass das Vieh weiß, wo wir sind. Ich würde ja hier gerne noch das Licht ausschalten, weil ist auf jeden Fall sehr in der Nähe. Sonst würde es nicht so
Sonst wird es nicht so extrem wackeln. Ja, der hat einen Taucheranzug an. Das sieht man jetzt ziemlich deutlich. Das ist ja mal eine extrem eklige Kreatur. Komm, hau ab. Jetzt bleibst du am Eingang stehen. Ich glaub's dann, oder? Im Ernst? Mach dich halt weg jetzt! Da ist nix. Ich habe nix. Oh Gott. Ja, es kann auf jeden Fall Türen öffnen. Das ist klar. Komm, lauf weiter. Dankeschön. Ich glaube, es kommt wieder. Ja. Oh Mann. Dreh dich um. Gute Idee. Ja, oder geh von mir aus durch diese Tür. Ist mir gerade egal. Aber hau ab. Das gibt's doch nicht. Hey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Als wenn es genau wüsste, wo wir sind. Es rennt die ganze Zeit vor der Tür draußen rum. Okay, hier waren wir noch nicht. Zentrale ist offline. Okay. Offline. Krankenstation. Ist online, alles klar. Rufen wir doch mal an. Das Gefühl, es kommt wieder. Ich frage mich jetzt zwar, warum er versucht, irgendwo anzurufen. Es lebt da sowieso kein Mensch mehr. Aber gut. Ich weiß jetzt nicht. Anyone there? Oh. Not Smith. Nee, Lindwall. No, Smith. Alles klar, in der Krankenstation scheint noch jemand zu leben. Okay, das überrascht mich jetzt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, es rennt nach wie vor draußen rum. Aber es kommt aktuell nicht rein. Ja, gut finde. Okay, hier gab es nichts. Ausgabe war auch nichts. Örtliche Karte. Okay, jetzt sind wir im Labor.
Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich in diesen nach oben, also nach oben in diesen, weiß nicht, ob es der Laborator waren wir jetzt. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade im. Ah ne, andersrum, wir sind jetzt gerade im Labor. Lass mal kurz schauen. Ich sage, wir sind aktuell im Labor und im Living Room müssen wir zur Living Area. Okay, es kommt. Oh, von mir aus. Finde ich cool, dass man sich hier unten verstecken kann. Das sieht das Viech eigentlich. Finde ich schon mal sehr gut. Jetzt ist halt bloß die Frage, wo müssen wir hin? Muss ich jetzt wieder zurück? Da gab es ja eigentlich keine Tür mehr, wo man weitergekommen ist. Am Anfang war dieser Raum, wo die ganzen Taucheranzüge gab. Und auf der anderen Seite war dieser Raum, wo mehr oder weniger ein Rundgang war, wo man dann auch wieder hier rauskommt. Deswegen ist jetzt gerade die Frage. Wo muss ich jetzt lang? Da ist es wieder. Scheiße. Jetzt die Frage, wo muss ich hin? Hier ging es wieder zurück. Jetzt mal hier lang. Ich weiß nicht, ob ich da schon war. Ah, hier. Hier war ich, glaube ich, noch nicht drin.
Geh auf, geh auf, geh auf. Na, hier war ich noch nicht. Oh. Gleich mal zumachen. Dann hoch die Leiter. Ich glaube nicht, dass es Leiter steigen kann. Ich hoffe es zumindest mal, Leute. Oh. Aber es scheint. Oh Gott. Es scheint, dass wir es erstmal abgehangen haben. Gott sei Dank. Sieht gut aus. Okay, hier geht's wieder runter. Nee, ich glaube nicht. Hier wird das Monster wohl nicht lang kommen. Ich hoffe es zumindest. Okay, wo sind wir jetzt? Im Living Hauptquartier. Schlafraum wahrscheinlich. Der Schlafquartier. Alles klar, hier ist wieder so eine komische Bildstörung, als wenn hier wieder irgendein Monster da wäre. Inventory Food. Nahrungsmittel. Aho, Agua, Kaffee, Dörrfleisch, Saft, Miso, Milchpulver etc. pp. Getrocknetes Tintenfisch. Reparatur. Was? Wir müssen gehen. Nee, danke. Mach ich mal die Tür zu. Dann schaue ich mich jetzt hier erstmal in Ruhe um. Alles klar, das merken wir uns. Hier ist wieder ein Punkt, wo wir uns heilen können. Wow. Scheiße. Hier ist auch irgendwas in der Nähe, habe ich das Gefühl. Okay. Hier scheint nichts zu sein. Johann Ross. Da kommen wir aktuell nicht rein. Hm. Wo geht's hier hin? Was ist das? Sie wird nicht aufhören. Alles klar, wer ist das? Gott, Alter. Was sind denn das für Experimente? Hallo? Ach du Scheiße. Ich hab das Gefühl, hier sollen wir nicht sein, deswegen gehe ich mal lieber wieder. Nee, du, lass mal. Das sind ja doch ein bisschen zu viele Bildstörungen. Das heißt, dass wir hier anscheinend nicht rein sollen. Okay. Hier ist auch noch mal eine Leiche. Was sonst gibt's hier nichts. Okay, hören wir mal rein. Do anything for him? No. We're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark? Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value. You know that. Yeah. Promise you won't leave it behind. Well, I'll be dead one day. Then what? Well, better keep it safe until then. Don't want the wild to take it, swallow it whole. Catherine. I'm sorry, Catherine. Okay. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. Hmm. Noch mehr Leichen oder was das sein soll. Beziehungsweise irgendwelche. Da ist ein Bild. Mein Junge. Oh Gott. Was hat der noch bei sich? Ist doch Catherine. Die, wo mit Omni-Tool immer mit zu uns spricht. Oh Gott. Traurig. Oh Scheiße. Hier waren wir, glaube ich, schon drin, genau. Wo geht's hier hin?
geht's nach oben. Hier waren wir ja hergekommen. Was? Wir müssen sie aufhalten. Ne, hier sind wir hergekommen. Wo geht's denn hier lang? Aha. Okay, was gibt's hier? Noch ein Zettel zum Lesen. Post-Impact-Notizen. 12. Januar. Kleinere Strukturschäden, Funkverbindung verloren. 17. Januar. Kommunikation wiederhergestellt. Omikron und der Rest von Pathos 2 sind in Ordnung. 3. April. Funkverkehr im gesamten Standort zusammengebrochen. Luma-Sonde verliert immer wieder die Verbindung. Dringende Reparatur erforderlich. Bis der Link funktioniert, kann Tau die Aufzugsplattform nicht einholen. 11. April. Besuch von SSI Wolczek, Stahl und Holland. Einführung eines Systems, 2 wöchentlicher Kontrollen bis zur 100%igen Wiederherstellung der Kommunikation. 13. September. Evakuierung von Tau angeordnet. Wir brechen alle nach Omikron auf. 15. September. Sind von Monstern umgeben und ohne Funk. Wir sind im Arsch. Ja, tolle Aussichten, würde ich sagen. Übertragung. Epsilon offline. Theta offline. Lambda offline. Delta offline. Omikron offline. Pi offline. Omega. Verbindung nicht herstellbar. Und Kaditz. Ebenfalls nicht herstellbar. Toll. Türentriegelung, okay. Ich vermute ja mal, dass wir ins... Was ist das hier? Ausgang zur Pi-Weltraumkanone. Luftschleuse. Ich vermute mal, dass wir da zum Schluss hin müssen. Hier ist die Zentrale. Ausgang Lager. Kabine C, Kabine D, Badezimmer. Okay, hier ist die Krankenstation. Die müssten wir noch aufschließen. Und Kabine A machen wir jetzt als erstes mal auf. Okay, können wir gar nicht. Okay, Leute, dann würde ich aber sagen, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, wenn es auf zur Krankenstation geht, beziehungsweise in diesem Raum, wo dieser Ross Dingsterbumster gewohnt hat. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Könnt auch gerne Feedback hinterlassen in die Kommentare, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Irgendwelche konstruktive Kritik ist immer sehr wichtig für mich, dass ich mich stetig verbessere natürlich. Ja, und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Soma. Ich bin der Phil von Ultimate Games und sag ciao ciao, bis zum nächsten Mal.